3, 2, 1. Alice, tell me of your wonderland. Willkommen zurück, Freunde, bei Alice Madness Returns. Wir sind nach wie vor im ersten Level unterwegs und ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie viel wir jetzt noch vor uns haben. Wir werden es aber sehen und machen deswegen jetzt hier einfach mal ohne großartig viel zu erklären weiter. Nebenbei sammle ich natürlich so ein bisschen Zähnchen ein, obwohl ich die eigentlich gar nicht mehr brauche. Aber ich sammle halt ein, was geht. Nehmen halt, was ich kriegen kann. Tränental Spiegelbahn. Okay, hier gab es jetzt, wenn ich mich recht erinnere, auch irgendwas, was mich damals vor ein bisschen Probleme gestellt hat. Weil ich nicht so recht wusste, wie ich es machen soll. Irgendwas. Irgendwas war jetzt hier. Oder musste ich hier hinten weiter? Das kann natürlich auch sein. Und es sieht mir auch ganz danach aus, als ob ich hier hinten weiter muss. So. So, ich glaube, hier kam jetzt auch eine Stelle, die ein wenig komplizierter ist. Okay, die Geschirren, könnte mitunter dann doch noch ein bisschen Schwierigkeiten machen. Oh. Ah. Ah, komm dichter, komm dichter, komm dichter. Oh, okay. Das hab ich. Also ich kann mich noch, langsam kommen die Erinnerungen wieder hoch. Diese Geschirrer sind mitunter schon ein bisschen tricky. Vor allen Dingen die mit den Schilden. Aber mit ein bisschen Übung kriegt man die dann auch wieder in den Griff. Bei denen hier ist es am einfachsten einfach mit einem stinknormalen Nahkampf-Kombo hier das Ganze zu machen. Und mit diesem explodierenden Häschen, was ich jetzt gerade geworfen habe, kann man das auch ganz gut machen.
Okay, haben wir hier noch irgendwas? Ah, du hast es wohl auch hinter dir, Wackeule. So, wir sammeln natürlich ein bisschen was ein, weil in diesen ollen Blümchen heile ich mich auch. Je länger ich da drin stehe, desto mehr werde ich hochgeheilt. Und da wir ein bisschen was abbekommen haben, kann das jetzt natürlich nicht schaden. Okay, weiter im Text. Nicht zu lange aufhalten hier. Okay. Und dann wären wir jetzt auch an einer Stelle, wo wir nur geschrumpft. Ja, was heißt nur geschrumpft? Wir kommen da auch so weiter, wenn man denn genau weiß, wo dieser unsichtbare Weg genau lang geht. Das kommt später, glaube ich, auch nochmal ein, zwei Stellen, wo man da nicht schrumpfen kann. Und dann so ein bisschen nach Erinnerung über diese Dinger rüber muss. Okay, hier ist nichts mehr. So, Nachteil, wenn wir geschrumpft sind, ist natürlich, dass wir um etwa die Hälfte langsamer laufen. Genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Und wieder eine Schweineschnauze, erfolgreich gepfeffert. Noch irgendwas. Während wir geschrumpft sind, können wir übrigens auch nicht schlagen. Das heißt, wir können nicht kämpfen, solange wir geschrumpft sind. Okay. Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um Fall. Es geht um Wann. Und nun halte ein und den Mund, um zu sagen. Typisch. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. So, wir sind in der Domäne des Hutmachers.
Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. So, damit werden die schon mal erledigt. So. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze hier schon ein wenig verstörend. Zumindest für die, die auf das klassische Alice im Wunderland stehen. Oder halt für kleine Kinder, aber denen würde ich sowieso abraten, Spiele zu spielen, die einen so düsteren und verstörenden Touch haben. Diese rollen Dinge eigentlich kaputt machen? Ich weiß das gar nicht. Nö, sieht nicht so aus. Nee, auf die kann ich nicht schießen. Das bringt mir nichts. Mit dem Ausweichen ist hier mitunter schon ein bisschen tricky. Eigentlich kann man mit R2 ausweichen, aber das ist eigentlich fast schon zu spät, wenn der Typ da schon seinen ollen Sprung macht. Ist hier irgendwas? Eine Blume und Zähnchen. Na super, das bringt mir jetzt gar nichts. Hier ist nichts drin. Die Dinger kann ich kaputt machen. Okay. So, weiter im Text. Ich denke mal, hier wird es lang gehen. Und da sehen wir auch schon den nächsten Gegner. Da sind noch ein paar. So, da war er mal gewesen. So, und hin. So, was natürlich nicht schaden kann, ist hier nebenbei immer mal so ein bisschen Ausschau zu halten nach den Schweineschnauzen. Auch wenn ich jetzt hier im ersten Kapitel schon alle habe. Es kann natürlich nicht schaden, das alles auch mal ein bisschen zu zeigen. Das war knapp. Irgendwie erinnere ich mich, dass hier auch nachher noch irgendwie der erste Bosskampf kommt. Okay,
Okay, die mit ihren blöden Schilden gehen mir ganz schön auf den Sack. Okay, das ging dann doch relativ fix mit den Beinen. Wenn man das Timing bei diesen Typen so ein bisschen raus hat, geht das. Aber das Timing muss man natürlich erstmal rausfinden. So, wo war ich jetzt? Da stand ich gerade. So, wir gucken mal. Was uns jetzt noch erwartet. Hier nicht gerade eben noch einen vor sich hin röcheln hören? Okay, hier gibt's nichts mehr. Wir gehen weiter im Text. Blümchen brauchen wir jetzt natürlich nicht. Was wir allerdings brauchen, ist jetzt... okay. Siehst du, und genau das hier sind nämlich die Dinger, bei denen es ein bisschen tricky wird, weil man hier jetzt ein bisschen drauf angewiesen ist, zu gucken, wo sind jetzt diese blöden Plattformen. Wenn da irgendwelche Gegenstände drauf liegen, dann ist das nicht so schwer, dann kann man dahin springen. Aber bei der Kreisplattform da oben zum Beispiel muss man sich schon ein bisschen merken, wo jetzt die Plattform genau ist. Weil man nämlich in diesem geschrumpften Modus nicht springen kann. Im Prinzip kann man hier in diesem Schrumpfmodus gar nichts machen. Man muss also ein bisschen das Gedächtnis nochmal anstrengen. Es braucht keinen Schlüssel. Okay. Weiß ich gar nicht, bewegt sich die? Ah, so ein bisschen von. Oh. Jetzt hat mir die Kameraperspektive gerade so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber nicht so schlimm. Wie gesagt, die Checkpoints sind hier ziemlich fair gesetzt, das muss man sagen. Was natürlich verhindert, dass man hier alle Nase lang ein halbes Level nochmal von vorne spielen muss, wie bei dem einen oder anderen Spiel. Wenn man denn mal hops geht. Okay, die Mühe dahin zu schweben mache ich mir jetzt nicht. Das ist unsinnig. Weil da sowieso nur Zähnchen drin sind in diesem blöden... in dieser blöden Kiste. Und das brauche ich natürlich eigentlich gar nicht mehr, das ganze Zeug. Da meine Waffen sowieso komplett aufgepowert sind. Und diese blöden Schleimviecher, die hier aus diesen Kisten mitunter rauskommen, die sind dann schon mal ein bisschen nervig. Weil die mich immer so ein bisschen überraschen. Aber was soll's. Kriegen wir hin. Ist ja nun nicht so, dass das Spiel hier einen super hohen Schwierigkeitsgrad hat. Es wird nachher nochmal ein bisschen knackiger an einigen Stellen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das Spiel als schwer bezeichnen kann. Und ich höre hier eine Schweineschnauze. Wenn ihr das Grunzen gerade auch hört. Das ist eine Schweineschnauze. Und mitunter sind die Dinger auch unsichtbar. Und man kann sie eben nur so hier sehen. Oder ist die hier vorne irgendwo? Nein, hier grunzt es nicht. Das Grunzen wird lauter, wenn ich hier hinkomme.
Okay, hier kommen wir noch rüber. Da unten ist sie. Habe ich mir fast gedacht. Ich guck mal eben vorher nach hier. Na gut, hier ist jetzt nur ein bisschen Sammelgedöns. Was wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Hier geht es noch mal weiter. Wir sind mal neugierig. So viel Zeit muss sein. Und wir finden eine... Es war viel allein. Ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll, war zu alt, um Spielkameradin zu sein. Ja, jetzt bin ich richtig. Also wie gesagt, manchmal macht einem die Kameraperspektive hier so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Erste nächste neue Gegner-Variante auch erledigt. Und da unten gibt es jetzt noch einen. Die Dinger spucken nämlich mit heißem Tee nach mir. Was mitunter etwas schmerzhaft sein kann. Da ist noch eins. Aber dreimal drauf geschossen und da rollt dann auch schon der Augapfel. Gut, weiter im Text. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Nö, sieht nicht so aus. Ausgang geöffnet. Ja, was heißt Ausgang? Tür zum nächsten Bereich. Er ist zeitbesessen. ihn. Oder deine Zeit könnte kommen. Abstauben, Mädchen. Der Hutmacher soll dich doch von deiner besten Seite sehen. Oh, und wie ihr hören könnt, meldet sich gerade der Timer, weswegen ich jetzt hier einen weiteren Cut mache. Und das Ganze in der nächsten Folge dann weitermache. Und so langsam kommt auch, wie gesagt, die Erinnerung zurück. Die Level waren noch relativ umfangreich, relativ lang. Und da schafft man es innerhalb von, sagen wir mal, einer halben Stunde nicht, ein komplettes Level zu spielen. Deswegen wird sich das Ganze hier ein kleines bisschen ausdehnen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinstolpern, fürs Daumen nach oben geben, fürs Teilen und fürs Kommentieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ich verabscheue mich.